Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo zum Thema Mikroschulung. Jeder kennt es vielleicht aus dem beruflichen Alltag, es steht ein Besuch auf einer Fachmesse an, aber nur einer von drei Kollegen hat jetzt die Möglichkeit, dorthin zu gehen, weil eben wichtige andere Projekte anstehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man dieses Wissen, was der Kollege eventuell auf der Fachmesse bei irgendwelchen Vorträgen erhält, dann auch strukturiert weitergeben kann. Und deshalb möchte ich heute euch die Methode Mikroschulung vorstellen, weil die kann bei der Weitergabe von Wissen helfen. Steigen wir gleich ein mit den Anlässen für solche Mikroschulungen. Selbstverständlich kann das jetzt auch irgendein anderes Thema sein, wie mein Beispiel mit der Messe. Man kann zum Beispiel auch irgendwelche Benchmark-Besuche nochmal nachbesprechen. Man kann eine Kurzschulung machen, zum Beispiel für irgendwelche PC-Programme. Insbesondere im SAP eignet sich das, finde ich, ganz gut. Oder auch irgendwelche anderen Prozesse, die jetzt neu eingeführt werden. Warum machen wir überhaupt eine Mikroschulung? Wir wollen ja natürlich im Unternehmen vermeiden, dass Wissensinseln entstehen. Das heißt, ein Kollege, der weiß alles und wenn der nicht da ist, dann bricht der ganze Betrieb zusammen. Deswegen müssen wir dieses Expertenwissen eben weitergeben. Eine Mikroschulung, die zeichnet sich ganz kurz zusammengefasst durch ihre Kürze aus. Das heißt, sie hat kleine Lerninhalte, die dauert nur 10 bis maximal 30 Minuten und wir haben einen ganz kleinen Teilnehmerkreis von ein bis zwei Zuhörern oder Teilnehmern an der Schulung. Dadurch sind wir natürlich auch in der Lage, uns individuell an das Tempo und die Lerngeschwindigkeit von den Kollegen anzupassen und auch individuell auf deren Fragen einzugehen. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir uns an einen einigermaßen strukturierten Aufbau halten. Wie wir den machen können, habe ich jetzt mal hier dargestellt. Als erstes steht die Aktivierung. Das kann so ein kleines Spielchen sein, wie man das aus verschiedenen Seminaren kennt. Ich persönlich bin da aber kein großer Freund davon, sondern ich würde eher mit einem Smalltalk starten, sodass der Kollege einfach ankommen kann und sich ein bisschen auf das Thema einlassen, was man da mit ihm besprechen oder durcharbeiten möchte. Danach werden die Lerninhalte vermittelt. Das kann ganz individuell geschehen, abhängig vom Thema, würde ich sagen. Gleichzeitig bietet sich natürlich an, dass Fragen gestellt werden und diskutiert wird. Und da kann man aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl auch ganz flexibel darauf eingehen. Zum Schluss finde ich es immer hilfreich, wenn man das Thema nochmal zusammenfasst und dem Kollegen etwas dalässt, was er dann auch in Händen hält. So kann es zum Beispiel sein, dass man eine kurze Doku dalässt oder irgendein Messeprospekt oder irgendwas anderes, was man ihm mitbringt, sodass er sich hinterher auch nochmal an diese Schulung oder diese Schulungsunterlagen ranmachen kann und dann nochmal das Thema für sich nochmal durchüberlegen, weil hinterher entstehen ja meistens die großen Fragen, wie war das nochmal und so weiter. Ja, das war auch schon der Inhalt von dem heutigen Video. Ich habe euch heute das Thema Mikroschulung als Methode des Wissensmanagements dargestellt und sie dient nochmal zusammengefasst zur Vermeidung von Wissensinseln, Weitergabe von Expertenwissen und ist gekennzeichnet durch ihre Kürze, Individualität und eben, dass sie sich in den Arbeitsalltag vollständig integriert und nicht in irgendeinem Schulungsraum stattfindet.